Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie einen runden Geburtstag dieses Jahr. Was bedeutet das Älterwerden? Was bedeutet die Zahl für Sie? 50. Seit ich 50 bin, es ist mir alles egal. Ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut. Ich denke manchmal, dass ich älter, manchmal, dass ich jünger bin. Aber ob nun 70 oder 90 oder 50 ist alles Lacke wie Hose. Was muss man denn tun? Gibt es so ein bisschen Geheimtipp, dass man geistig, körperlich einfach fit bleibt? Ja, man sollte sich viel bewegen, gesund essen und Liebe. Liebe unter Mitmenschen. Und viel spielen. Wie oft sagen Sie sich, dass Sie sich lieb haben? Schon oft, oder? Also in den letzten Jahren finde ich irgendwie mehr. Ich finde, man merkt auch gerade so in dem Job, ich habe ja auch einen relativ mobilen und nomaden Job. Da hat man sich halt nicht so oft und da finde ich das schon wichtig, dass man sagt ab und zu, ich habe dich lieb. Ja, ich finde, das kann man auch besser durch Zeichen, durch Verhalten sagen. Ich sage es nicht gerne so oft. Aber das tut mir sehr gut. Sie ist eigentlich die Einzige, die das tut. Gibt es nach 70 Jahren oder im 70. Lebensjahr einen, den schönsten Moment Ihres Lebens, Ihrer Karriere? Der schönste Moment meines Lebens? Nein, Karriere. Meiner Karriere? Immer Karriere. Fangen wir damit. Nein. Es gibt viele schlimmste Momente, aber es gibt ja auch viele schönste Momente. Aber es gibt nur keine Spitze des Eisberges. Und gibt es einen Schlimmen, der in Erinnerung geblieben ist? Nein. Viele. Es gibt mehr Schöne. Ja, aber durch die Schlimmen lernt man Bescheidenheit. Und man lernt auch, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Frage, Wünsche, Träume für die Zukunft, was kommt da so als erstes auf? Ja, ich hoffe, dass ich meinen Text für das nächste Theaterstück fertig kriege. Das ist doch ein pragmatischer Wunsch. Dass der Papa so sympathisch bleibt, wie er ist, oder? Das muss ich mir nicht wünschen, das macht er schon so. Ich hoffe auch, dass die deutsche Bundesrepublik weiterhin keine Waffen nach Saudi-Arabien liefert. Ja. Auch ein guter Wunsch. Und ich hoffe auch, dass Trump nicht wiedergewählt wird. Und ich hoffe auch, nicht so beeinflussen. Ich hoffe auch, dass die deutschen Parlamentarier endlich auf die Frage antworten können, auf welcher Seite stehen wir eigentlich im Syrien-Konflikt. Aber das sind Wünsche, die werden nicht in Erfüllung gehen.